Heute gibt es mal ein kleines Kurzreview außerhalb der Reihe, aber wunderbar passend, um die Zeit bis zum Ende der Staffelpause zu überbrücken. Von HF Wargaming habe ich die fünfköpfige Militia Range aus Metall zugeschickt bekommen. Die Modelle gibt es allerdings nicht nur aus Metall, sondern man kann sie auch über die Shopseite von HF Wargaming bei Shapeways auch als 3D-Druck ordern. Die fünf Modelle bestehen alle aus einem Teil, man muss also absolut nichts kleben, außer der Miniatur selber auf die Base. Es ist eine kleine Metallscheibe jeweils mitgeliefert, welche als Base fungiert, aber wenn ihr die Figuren für ein spezielles Spiel nutzen wollt, wie zum Beispiel, na, ich sag mal, Star Wars Legion zum Beispiel, dann könnt und solltet ihr sie auf eine passende Base zum Spiel befestigen. Mit einer Augenhöhe von 32 bis 35 mm passen die Milizen auf jeden Fall zu diesem oder anderen gängigen System. Man sollte nur beachten, dass die Figuren eher in True statt im Heroic Scale Format angefertigt sind. Das Design hat mich im ersten Moment ein wenig an die Marines von Aliens erinnert. Einzige Ausnahme hier ist der Funker, denn der schaut so aus, als ob er sich auf eisigen Planetenoberflächen, na, pudelwohl fühlt. Die anderen vier Modelle haben zwei identische Körper, allerdings mit ausgetauschten Köpfen. Ein männlicher mit Helm und Bart und einer, der sehr weiblich aussieht mit langen offenen Haaren. Aufgrund der recht lockeren Kleidung wird ein Großteil des Oberkörpers verdeckt und der Figur an sich selbst, weshalb der männlich-weiblich Kopftausch sehr gut funktioniert. Der Nachteil an der Jacke zum Beispiel ist meines Erachtens nach aber, dass sie halt auch eine Menge Körperhaltung verdeckt. Dadurch wirken die Figuren, welche die Waffe im Anschlag haben, irgendwie schluffig, so ganz ohne die nötige Körperspannung. Hingegen ist die entspannte Pose mit den stehenden Miniaturen sehr gut. Gerade das Spiel und das Standbein kommen sehr gut zur Geltung und wirken realistisch. Ähnlich verhält es sich mit dem Funker. Der scheint offenbar etwas gerader und gleichmäßig verteilt zu stehen, wirkt im Allgemeinen aber auch eher entspannt. Die Qualität der Güsse ist echt gut. Was ihr hier seht, ist nämlich komplett unbearbeitet. So kamen sie bei mir an und hatten keinerlei Gussgrate, die entfernt werden mussten. Die Modelle sind sehr detailliert geformt. Gerade die Kleidungsstücke bestehen nicht einfach nur aus einem Teil, sondern man sieht wirklich, wie verschiedene Stellen der Jacken vernäht sind. Gleiches mit der Hose. Allerdings muss man leider auch sagen, dass zumindest bei den Metallversionen, die ich hier habe, einige der Details zwar scharf, aber nicht kontrastreich gegossen sind, was auf jeden Fall dünne Farbschichten und Malskills erfordert, um aus den Minis alle modellierten Details herauszuholen. Mit nur Bürsten und Schichten oder zu dick aufgetragenen Farben kommt man hier leider nicht wirklich weit. Und wenn ihr mich fragt, welches der fünf Modelle meine Lieblingsfigur ist, muss ich sagen, die stehende weibliche Pose. Die Haare und das Gesicht in Kombination mit der Kleidung wirken ernst und irgendwie sehr passend, also fast schon, als würde sie ihr Leben lang gegen Skynet kämpfen. Aber gut, nun frage ich euch, was haltet ihr von den Militias von HF Wargaming? Gebt mir doch einfach mal eure 2 Cent in den Kommentaren. Und ihr wisst ja auch, was ihr noch machen könnt, wenn ihr noch mehr Tabletop-Stuff sehen wollt. Ja? Okay, richtig, da ist abonnieren und das Glöckchen läuten lassen. Ha?